time, thinking if I try, everything would turn out right. We're caught up in the climb, love was far behind. Someone's gotta stop this madness. When all und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 hier auf der Barker Crew. Und das Erste, was wir jetzt erstmal machen werden, ist... Na, komm, gib mir das Licht ausschalten. Alle Lichter. Ich glaube, es müsste hell genug sein. Und automatisch alle Lichter, wenn es spät ist, einschalten. Wenn es spät ist, ausschalten. Alle Lichter. So, also, ja, es ist so typisch. Guckt sie euch an. Erstmal alle zocken oder Fernseh gucken oder wie auch immer. Wir haben vollkommen andere Sachen, um die wir uns kümmern müssen, meine lieben Freunde der gepflegten Abendunterhaltung. Ja, Chris, ich sehe es ganz genau. Ja, schon wieder nur mit dem Sakurion am Quatschen. Also, Plan. Wie ihr seht, ist, naja, entschuldigt. Immer noch die Stimme. Ist unser Loft-Apartment-Wohnungsgedingszeug doch noch leicht sporadisch eingerichtet. Ich würde halt gerne mindestens halt die PCs ein bisschen aufwerten, die Küche ein bisschen größer machen, eine hübschere Sitzecke, vielleicht irgendwo noch einen Kamin hin. Das Problem ist, dafür brauchen wir Geld. Wie kriegen wir Geld? Warum habe ich eigentlich so große Boots? Egal. Vollkommen nebensächlich. Auf jeden Fall wird unsere erste Hauptaufgabe sein, erstmal gucken, dass wir an Geld kommen. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, was es so an Jobs gibt. Und deswegen, liebe Toki, es tut mir leid. Aktionen, genau, singen üben. Richtig, das tun wir jetzt. Nein, da unten. Und zwar, Job suchen. Und Momo, genau dasselbe. Job suchen. Chris, auch du. Job suchen. Ich glaube, wir suchen uns jetzt erstmal alle einen Job. Ich weiß nicht, und ich weiß es wirklich nicht, was ich für Mods noch aktiviert habe. Es kann sein, dass uns auch diese ganzen Nebenjobs und der Kram angezeigt wird. Aber das werden wir dann sehen. Ich muss noch mal eben husten. Damit müsst ihr heute leider noch leben. So. Aber jetzt erstmal los. Grapscht euch eure Handys. Also, Toki. Karrieren, was haben wir an Karrieren? Soziale Medien. Eigentlich wäre das ja für uns alle genau der Beruf. Verdienst aber nicht viel Geld mit. Achso, warte, ich bin jetzt gerade bei Momo. Ach, guck mal. Momo. Ich bin dafür Momo wie Politikerin. Obwohl Schriftstellerin verdienst du mehr. Nee, komm. Momo wird Politikerin. Das Erste, was Chris macht, ist mal Comedy-Fähigkeiten. Nee, bitte gerade nicht. So, Chris. Chris wird... Nee, ich möchte keine von diesen großen... Hier, die sind mir, da muss man viel Arbeit reinstecken. Das wollen wir nicht. Chris geht, ich würde sagen, der wird Technikguru. So. Der Jan wird Geheimagent. Ich weiß nicht warum, aber Jan wird Geheimagent. Yay. Und Jan freut sich schon mal, weil er einen Job gefunden hat. Toki, was ist hier los?
Politikkarriere. Chris und Jan hat schon. Meine Liebe, du solltest dir auch einen Job suchen. Ich weiß, darauf hast du keine Lust. Und auch hier kenne ich jemanden, der sich noch keinen Job gesucht hat. Wo sind wir denn hier? Wir müssen alle was dafür tun, dass wir überleben. Chris, ich sehe das ganz genau, dass du wieder stehst und Witze machst. So, Stefan. Stefan wird Kritiker. Hervorragend. Dann kannst du wieder Fernsehen gucken. Und Tamara? Was wird denn unsere liebe Toki? Unsere Toki wird Entertainerin. Obwohl, hat jetzt irgendeiner Social Media? Toki, du musst dich leider um Social Media kümmern. Gut, das sollte ja machbar sein. Also Stefan soll als erstes das tun, was Momo gerade tut. Gibt es ein Buch, mit dem man Schreibfähigkeit verbessern kann? Vielleicht gibt es sowas, ja. Gibt es natürlich nicht. Also gibt es wahrscheinlich schon, aber so viel Geld haben wir nicht. Momo, weg vom PC. Du könntest, keine Ahnung, Frühstück servieren. Rührei mit Speck. Mach mal Rührei mit Speck für alle. Ja, genau. Nein, du gerade nicht. Stefan muss nämlich an den PC. Schreiben üben. Geh mal schreiben üben. Chris, tu das, was du immer tust. Ihr macht das schon. Momo kocht und setzt wahrscheinlich gleich alles unter Wasser. Und jetzt fällt mir erst auf, dass ich eine Spüle vergessen habe. Das funktioniert schon mal hervorragend. Und zwar nicht. Also wir brauchen noch eine Spüle. Reicht ja hier so eine einfache. Hauptsache, wir haben eine Spüle. Zack. Ich habe so ein wenig Angst. Nebenbei, was ich auch vergessen habe. Ich habe vergessen, dass Chris und Tamara zusammen sind. Das muss ich nochmal nachträglich ändern. Aber da guckt ihr dann nicht zu. Und Tamaras Stimme ist zu tief geworden, weil ich sie nicht umgestellt habe. Aber das kann man zum Glück alles im Nachgang machen. So. Live-Chat-Berater. Was musst du denn tun? Videospiel spielen. Ja, Chris, dann. Wie, die ist gerade nicht angeschlossen. Wie kann man die denn anschließen? Ich möchte, dass die angeschlossen ist. Wahrscheinlich geht das nicht, weil das ein Custom-Fernseher ist. Schließ sie an. Ah, die muss frei stehen. Ja, wie nah denn noch? Okay, ich habe es verstanden. Der Fake-Fernseher funktioniert nicht. Wahrscheinlich, weil ich ihn vorm Add-on schon downgeloadet habe. Und wie sie auf einmal nichts zu tun haben, weil ich ihnen den Fernseher geklaut habe. Ich bin ein schlimmer Mensch. Ja, dann gibt es hier halt nur diesen kleinen Fernseher. So. Chris, du sollst Videospiele spielen. Dann komm, spiel ein Multiplayer-Spiel. Mit dem Jan zusammen. Ach, oder hier. Genau, ihr spielt jetzt mal ein Multiplayer-Spiel zusammen. Oh. Mein Essen ist was geworden. Irgendwer hungrig? ich muss mal wieder gucken. Hat keiner gerade Hunger. Aber wir haben schon mal was zu essen. Das können wir in den Kühlschrank stellen. Und dann würde ich sagen, schnappe ich mir jetzt mal die Momo. Während die hier alle schön zugange sind. Oh, Momo hat sich gleich eingeschlossen. Was spielen wir überhaupt? Oh, wir bowlen. Das kann schon nicht gut enden. Das kann einfach nicht gut ändern. Momo, ich bin trotzdem dafür. Wir schnappen nicht mal dich und uns mal dich.
Und wir schauen uns ein bisschen in der Stadt um, weil vollkommen neue Stadt, das sollten wir ausnutzen. Und hier spielt gleich schon mal Gitarre. Ein Teenager. Der gucken wir mal hier an. Die ist sogar in der Gruppe die Idole. Ja, das ist doch schon mal gut. Eigentlich müssen wir. Ups. 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 Ich glaube, ich sollte noch mal ein bisschen nicht funktionierenden Custom-Content deinstallieren. Das sieht gerade keiner. Ja, das müssen wir. Da müssen wir was tun. Ach, wie ich vergessen habe, wie dieser Cheat schon wieder geht. Gut, tun wir später was. Auf die Liste Custom Content deinstallieren. Und Momo, wo bleibst du eigentlich? Ach, da. Gibt ja mal eine Spende von da, einem Simoleon. Der wird uns jetzt nicht umbringen, wenn uns der fehlt. Oh, hier kann man Zeug kaufen. Obst und Gemüse. Oh, man kann sogar handeln. Oh, wie cool ist das denn? Was gibt's hier? Was kann man da handeln? Ich will handeln. Stadtführer über Gewürzmarken. Oh, wie süß. Oh, wie cool. Politikkarriere. Zweck wählen. Simoleons für alle wählen. Gut, du hast jetzt genug zugehört. Gib ihr eine Spende. Ja, ich weiß, ich bin angespannt. Weil ich halt in einer Gruppe bin. Gut. Vielleicht ist es nicht praktisch, wenn ich Politikerin werden soll. Gehen erstmal ein Schaumbad nehmen, dann geht es uns besser, glaube ich. Oh, verspielt. So, Christa Mara. Auswahl, Romantik. Koketten Witz machen. Auswahl, Romantik. Fragen, ob sie ein Single ist. Ich weiß, es ist gelogen, aber wir haben es nun mal leider vergessen. Romantik. Flirten. So. Ihr beiden müsst euch hinterher ein Bett teilen, das funktioniert sonst noch nicht. Und was ich als nächstes auch noch tun muss, ja, ich habe gewisse Cheats auf jeden Fall schon mal deaktiviert. Das ist doch auch schon mal schön. So, und zwar will ich mir mal einmal die Türen angucken. Tür abschließen für jeden außer Stefan. Tür abschließen für jeden außer Jan. Und hier Tür abschließen für jeden außer Mumu. Und hier unten funktioniert das leider nicht. Tür abschließen für jeden außer Familienmitglieder. Da müssen wir jetzt ein bisschen improvisieren. So. Seid ihr hier schön am. Ihr sollt mehr rumflirten. Oh. Oho, geht gleich schon heiß her. Ja, ich sehe schon. Da. Guckt, guckt. Oh. Der erste Kuss von Christian Tamara und wir waren dabei. Süß. So. Genug dazu. Oh, guck mal, wir werden begrüßt. Stellen wir uns mal ganz höflich vor. Und naja, wie es denn dann jetzt hier so weitergeht, wo wir da dazu sagen müssen, dass das mit Chris und Tamara ja doch besser klappt, als ich dachte. Die ersten Nachbarn schon kommen, um sich uns vorzustellen, dann würde ich doch mal sagen, ja, gucken wir dann doch mal in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Hier auf der Barker Crew mit Die Sims 4. Bis dann.